So, und willkommen zurück. Ich fluche einfach weiter in die ganze Zeit durch, weil ich gerade Bock dazu habe, weil wir vor Diablo stehen und ich das noch ein bisschen rauszögern will und außerdem aus einer Ehrensache heraus die ganze Ebene erkunden will, weil wir bisher jetzt jede verkackte Ebene erkundet haben. Und ich gehe jetzt hier weiter fluchen, weil es eigentlich stinklangweilig ist, diese ganze blöde Ebene zu erkunden. Aber damit hier ein bisschen Spannung reinkommt, werde ich diesen ganzen Mist einfach mal ziemlich aggressiv kommentieren, nur damit hier mal irgendjemand das weiter gucken wird. Es ist eigentlich ziemlich schade, dass ich diese ganze Zeit voll Mist füllen muss, aber das tut mir ziemlich viel Zeit. Und warum breche ich jetzt schon wieder eine verdammte Gesellschaftskritik aus, ey? Das steht mir doch überhaupt nicht zu. Was sind das hier, ein Waffenregal? Und was sind das überhaupt für komische Kerle? Die tun überhaupt nichts, total faul, hängen nur rum die ganze Zeit. Könnte ich wirklich drauf scheißen, ey? Können sie mal eingraben und verbuddeln und was auch immer. Hauptsache, wir schwinden mir aus den Augen. Jetzt haben wir hoffentlich die ganze blöde Ebene erkundet. Ich benutze meine Pfeiltasten, um das abzuprüfen. Ja, wir haben die ganze blöde Ebene erkundet. Nur weil ich jetzt die Ebene erkundet habe, muss ich wieder zurück ins Dorf, um dann wieder aufzuladen. Die ganzen Heiltränke, Rüstungspunkte und ähnlichen Quatsch. Und wo ist denn eigentlich das blöde Portal hin? Warum sammle ich Gold ein? Ich will kein Gold mehr. Ich will kein Gold, ich will Platz für komische Heiltränke im Inventar und kein dummes Gold hier. Den Mana-Trank kannst du auch noch hinterschuppen, du Knallkopf. Hier, das ist ein verkacktes Tomportal hin und verschwindet dadurch. Ich hoffe, damit hat sich's. Ich werde noch mehr Tomportal-Schriftrollen kaufen müssen. Ich kaufe mir nochmal 2 Stück, falls wir dann im Notfallrückzug von Diablo machen müssen. Ich hoffe, das war nicht, weil wir einfach viel zu geil sind. Jetzt wollte ich wirklich bis. Wir wollen im Portal stehen durchfluchen. Das kann ja toll werden. Ganz, ganz toll. Jetzt müssen wir zu dieser verkackten Hexe hinterrennen, die uns immer noch nicht diesen blöden Heiltrank geben will, was mich total ankotzt. Halt die Schnauze, Himmel. Ach, schön zwirren. So, verkauf mir lieber mal hier ein paar Schiffe von Stadtportals, du komische Knalltüte. Hier, ich kaufe gleich noch eine. Nur weil ich so aggressiv bin. So, hier, ich verlasse dich für immer. Bleib da hinten und koch dich ein in den großen Kessel. Und wie oft ich eigentlich einkochen sage, es regt mich auf. Meine Güte, ich müsste mal aufhören, einkochen zu sagen. Oh, ey, wenn es so weitergeht, muss ich den Bosskampfpart noch in 2 Teile machen und das würde mich so richtig ankotzen. Ich meine, da könnte ich zwar so einen Cliffhanger machen, ja, hier werden wir sehen, ob wir den Bosskampf verstehen oder nicht und das finde ich auch scheiße. Irgendwas eingesammelt überhaupt. Weißt du nicht, halt die Schnauze, ich kann es mir gar nicht tun. Ich hau nur ein bisschen Gold ab. Ja klar, hier nur das reparieren. Oh, jetzt schmeiße ich echt ein bisschen Gold raus. Das geht mir auf den Sack hier. Auf dem Gold im Inventar. Ich will mir Heiltränke reinpacken, kein Gold. Heiltränke sind das neue Gold. Hier, du blöder Heiler, heil mich mal. Ja, halt die Schnauze. Los, hier. Full Healing. Na, Schnauze. Guck mal, was wir da machen. Nimm hier mal ein bisschen Gold. Weg damit, weg damit. Hier, kannst du ja in die Schuhsohle nageln. Du dummer Heiler. Hier, das brauche ich auch nicht. Na toll, jetzt kann man sich mehr hinwerfen, weil der Boden voll ist. Was ist denn da für ein Quatsch? Geh ich halt woanders hin und deck da den ganzen Boden voll Gold ein. Hier, Gold, Gold, Gold. Knallt es euch sonst so hin? Knallt es euch an die Backe? Knallt es euch an den Schuh? Ist mir völlig Wurst hier. Heiltränke, los, komm her, du. What ails you, my friend? Ja, halt die Schnauze. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Jetzt habe ich wieder vergessen. Hier, Full Healing. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich wieder irgendeinen anderen Kack kaufe. Wenn meine Maus wieder irgendwie die Spinnereien macht. Ich hoffe, sie kriegt sie jetzt ein. Jetzt gehe ich auch auf sie und fluchen. Ich fluche alles voll, bis ich vor dem Portal zu Diablo stehe. Und dann höre ich auf. Meine Güte, es geht ganz schön auf die Stimme, die das ganze Fluche. Ja, nicht genug Raum im Inventar, dass er das glaubt. Dann tu dir halt doch so deinen blöden Hut. Hier, ich lasse das ganze verdammte Gold liegen, weil ich kein Gold will. Ich habe mir nur so ein bisschen Gold mit, in der Hoffnung, mir dann später noch einen Heiltränk kaufen zu können. Himmel, ach schon so und so. Jetzt hoffe ich, habe ich hier allen möglichen Mist eingesammelt. Jetzt gehe ich durch dieses Portal wieder zurück und zu dem Pentagramm, wo es dann zu Diablo geht. So. Gier und Scheißdreck, Ficken, Kacken. Hier, blödes Down to the Abdo-Portal. Ich stehe hier rum, ich speichere ab. Und rede wieder normal. Gut. Wir sind hier vor dem wunderschönen Portal zu Diablo. Und werden jetzt mal runtergehen. Wir haben hoffentlich alles ausgerüstet. Wir sind ganz gut. Ich speichere nochmal ab, weil ich ziemlich nervös bin. Und wir gehen jetzt runter zu Diablo. Ich nehme noch einen Schluck Pfefferminztee. Und kippe mir davon die Hälfte über den Latz, aber das ist ja egal. Und gehe jetzt runter zu Diablo. Hallo. Ich habe kein Lust. Was denn, komme ich jetzt noch in eine Höhle? Level 16. Hm. Zumindest hier die... Yeah! Habe ich gerade yeah erwähnt? Ewig dauern. Ich will die Ablo haben, nicht irgendwelche komischen Minions.
Ach so, Diablo. Ob das genauso wie in Diablo 2 ist? Die können auch nichts alt machen, oder? Das ist das doch die Magier-Ecke? Ey, wie lange mich diesen komischen Kasten herscheuchen? Ey, hallo? Wie verhältst du denn aus? Ich will den Kasten nicht mal kaputt haben. Kann das sein, dass es ihm übel ist, was hier gerade abgeht? Oh mein Gott! Es regnet verdammtes Feuer. Ich geh erstmal hintergucken. Hier ist nix. Hui! Hier ist auch nix. Hä? Warum geht der so schnell kaputt? Na gut, kann ich den Part wenigstens damit verbringen, diese ganzen Viecher wegzuräumen. Und füge mich mal auf. Hoffen, dass mich dieser Kerl nicht verfolgt. Das ist ziemlich dumm und verfolgt mich nicht, das ist ganz gut. Naja, ich habe ja Geld genug. Ich dürfte das Geld auch noch da liegen. Weil ich habe ja nicht beendet. Ach ja. Komm. Ach ja, so ist also das tägliche Brot auf Level 16. Wir rennen irgendwelchen Viechern hinterher. Das hatten wir noch nie. So, der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Na wunderbar. So, ich speichere mal wieder ab. Und ja, räume kurz meinen Gürtel wieder voll. Ja, und weiter geht's. Was sagt eigentlich die Karte zum Thema? Da rein kommen wir nicht, nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Ich räume es mir ja ringsrum alles leer. Und dann gucke ich mal weiter. Diablo 2 fast nervig fand.
wieder kaputt, ey. Na, zum Glück haben wir richtig viele Heiltränke. Das Gold haben wir aufgesammelt. Da drinnen scheint ein Brand zu sein. Aua. Also wenn die ein Treffen machen, die ganz schön Schaden, habe ich. Kann es sein, dass es ein Boss ist? Der leuchtet so komisch. Sigurash. Ja, es ist ein Boss. Ich habe den Fernkämpfer am Arsch, was mich nervt. Boah. Zum Glück ist das hier alles auf irgendwelchen Tasten. Komm her, du. Mach ja alle schön einzelfertig. Und kaputt. Wer will als nächstes? Hallo? Next, please. Und die haben also keine speziellen Resistenzen, oder? Keine Resistenzen, keine Immunität. Naja, kriegt auf die Schnauze. Komm her. Komm. Tja. Also diese Rückstoßung hat noch was für sich, würde ich sagen. Wie oft haben wir den schon getroffen? Das war Sigurash. Wir spucken natürlich einen Kurzbogen aus. Wir brauchen ja unbedingt einen Kurzbogen. Obwohl er ziemlich schnieke aussieht. Ja. Immer schön speichern. Und weiter geht's. Sigurash. Der interessiert mich jetzt mal gar nicht. Du kannst auch gestohlen bleiben. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Potion of Dexterity? Wunderschön. Aua. Also wenn sie einen treffen, machen sie auch Schaden, aber sie müssen ihn erstmal treffen, ne? Hört ihr nicht zu den komischen Typen da seiner Truppe? Können wir wieder ausweisen? Was hab ich da aufgesammelt? Increased Dexterity. Man macht einen Punkt, glaube ich. Achso, die haben wir sowieso schon voll. Wir sind los. Na klasse. Kriegen wir jetzt wieder Bescheid. War ja klar. Ich hasse das Fernkämpfer hinter Nahkämpfern. Kann es nicht andersrum sein? Na gut, kommt wieder in die Ecke. Also die sind echt kein Problem, die Kerle. Warum kann die Ablo nicht so sein? Ich weiß ja noch gar nicht, wie die Ablo ist. Wie wird die Ablo in Diablo 1 sein? Tot. Und abspeichern. Viecher hier und die Kalle, die am Rücken schießen, was ich gar nicht leiden kann. Daneben. Wo war denn das so? Achso, bei Baal war es ja so, dass man wirklich erst jeden Gegner besiegen musste, bevor sie da irgendwas getan hat. Na komm, geh schon drauf. Du bist für mich. So. Naja, wir können nochmal zurück in die Stadt gehen und gucken, was wir da so kriegen. Ich weiß auch gar nicht, ob es bei Diablo 1 verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Und ich habe Lust auf Eiersalat. Oh, wie kommen wir denn hier rein? Hier geht's weiter.
Hier geht's weiter mit akuter Scheiße von vorne. Und es geht hier weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und bis dahin, tschüss.